Der Begriff Bio ist nach wie vor in aller Munde. Der Griff zum Bioprodukt ist oft verbunden mit dem Glauben an eine gesündere Alternative. Das liegt nahe, da sie strengen Auflagen unterliegen und unter natürlichen Bedingungen angebaut werden, wie zum Beispiel ohne synthetische Pflanzenschutzmittel. So auch in der Erlebnis- und Biogärtnerei Rode. Das Ehepaar betreibt seit 2004 den Bioanbau verifiziert. Wir wollten was Pures, was Natürliches, was Naturverbundenes haben und nicht Verjauchtes, Vergiftetes und mit all anderen Möglichkeiten, die Chemie bietet, vollgesauchten Sachen zu haben. Und deswegen haben wir uns stärker und stärker mit der Biogeschichte beschäftigt und sind so insgesamt voll eingestiegen. Und seitdem ist die Gärtnerei von Familie Rode ein lebender Organismus, in dem alles seinen Nutzen hat. So werden die Tiere als Schädlingsbekämpfer eingesetzt und beim Anbau der Pflanzen gibt es keine Monokulturen. Das bedeutet jedoch auch viel Arbeit, welche ihren Preis hat. Das ist leider der Irrtum, dass viele immer denken, Bio ist ein Slogan und Bio ist dafür, dass es teuer ist. Das ist nicht der Fall. Bio ist ein Bewusstsein zu wissen, was man dort in dem Essen, was man produziert wird und was man isst, zu sich nimmt, was da drin ist. Und das ist eigentlich das Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Auch wenn die Nachfrage laut Herrn Rode gestiegen ist, ist die Biobranche nach wie vor mit Vorurteilen belastet und manch ein Verbraucher noch stark verunsichert. Weil in den Medien war schon Skandal mit Eier. So. Und da kommt noch vieles raus. Weil ich weiß jetzt nicht, mit was wird gedünnt oder was da reinkommt. Ich bin mir nicht sicher und deswegen kaufe ich es auch nicht. Bioprodukte, hoffe ich, sind gesünder. Na, man weiß ja nicht, ob Bio immer gleich Bio und gut ist. Also, ja. Prinzipiell glaube ich, dass Bioprodukte gesünder sind. Aber ob das jetzt wirklich stimmt, ich glaube, das ist eher so, weiß nicht, einfach so in der Gesellschaft verbreitet, diese Meinung. Ich glaube, das kommt dann auf den Einzelfall an. Mit dieser Verunsicherung hat Anke Gischke des Öfteren zu tun. Ja, auf jeden Fall. Weil viele doch verunsichert sind und einfach sagen, was hat das mit den ganzen Siegeln auf sich? Kann ich mich überhaupt darauf verlassen? Wenn jetzt eine Biotomate aus Spanien kommt, macht das überhaupt Sinn? Und dann eben ist oft diese Frage, sind Bio-Lebensmittel tatsächlich gesünder? Das ist eine häufig gestellte Frage und das kläre ich dann zum Beispiel in dem Kurs. Laut Untersuchungen der Deutschen Lebensmittelüberwachung sind Bio-Obst und Gemüse auf jeden Fall weniger mit Pestiziden belastet. Welche Auswirkungen das auf den Verzehr von mehr oder weniger belasteten Lebensmitteln hat, ist jedoch noch umstritten. Man muss dazu aber sagen, das ist auch immer gerne diskutiert und da sind auch sehr viele kritisch. Es gibt in Deutschland einfach eine Höchstgrenze für die Belastung von Lebensmitteln und das wird natürlich sehr genau kontrolliert. Und Lebensmittelskandale hin oder her, ich muss mich da oder kann mich da als Verbraucher auch erstmal drauf verlassen. Und was wirklich auch nachgewiesen ist durch Laboruntersuchungen, durch verschiedene Studien, dass der Nährwert einer konventionell angebauten Mohrrübe, die zur Saison, das muss man dazu auch sagen, wächst, nicht unbedingt Riesenunterschiede hat zu einer Bio-Möhre. Und das ist ja das, was auf die Gesundheit dann nachher einen Effekt hat, sind Bio-Lebensmittel, bringen Bio-Lebensmittel nicht mehr Wert.